Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Heute wurde der Season 8 Legenden Trailer zu Fuse veröffentlicht. Der ist voller Action, geht eine Minute 37. Bevor ich euch den zeige, es ist die allererste Legende seit der Einführung der ersten Legende Octane. Seit dem Release von Apex Legends, wo ich mir tatsächlich Sorgen mache, dass die Legende entweder zu OP ist, eine Menge Bock macht, selber zu spielen, aber gleichzeitig auch Bammel habe, dass es keinen Spaß macht, gegen diese Legende zu spielen. Ich bin vorab schon mal extrem gespannt, was ihr zu der Legende sagt. Es gibt nach dem Trailer, nach den 1 Minute 37, gibt es eine kleine Analyse. Ich will kurz und knapp auf die einzelnen Fähigkeiten eingehen. Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer und danach die kleine Analyse. Covered head to toe in all things that go boom, Walter Fuse Fitzroy is a one-man wrecking crew, and damn proud of it. If there's dirty deeds, Nandor, I'll do them dirty. A former mercenary and a true connoisseur of explosives, Fuse can rain down destruction from an exceptional range. Never met a problem a compound explosive couldn't fix. Able to stack one more grenade per inventory slot, Fuse's mechanical arm allows him to throw ordnance farther, faster, and more accurately. Back on Salvo, they call me the Grenado Tornado. His grenade arsenal also features a tactical cluster bomb that splinters out mini concussion mines. Don't you worry. Fuse will make sure you go out with a bang. But when the big guns need to come out, Fuse is more than up to the task. Time for a little shock. And awesome. Affectionately known as Wally, Fuse rains the ultimate fire from the sky. Motherload incoming. Launching a mortar that explodes and surrounds his adversaries in a ring of fire. Let's get rowdy. This beloved Salvonian champion sacrificed everything to join the games. Just wasn't your moment, kid. And nothing is going to stop him from bringing a little mayhem to the sport. Righto. Time you pups see what an old dog can do. Wir fangen hier mit seiner taktischen Fähigkeit der Knuckle-Cluster-Granate an. Cooldown-Zeit aktuell noch unbekannt, lediglich von der ultimativen Fähigkeit habe ich schon einen Leak heute gesehen. Wie lange das dauert, dazu aber später mehr. Die Knuckle-Granate, keine Ahnung, ob man da mehrere kurz nacheinander abfeuern kann, wie bei Revenant zum Beispiel der Silencer. Falls das aber nicht der Fall sein sollte, die Granate schlägt ein, zerteilt sich in mehrere Projektile, wie das eben bei einer Cluster-Granate so ist. Und es ist ein eigentlich gar nicht so geringer Wirkungsbereich, wie wir gleich sehen werden. Also wie wir hier sehen, die kleineren Explosionen und Funken, das ist dieser Wirkungsbereich. Ich gehe davon aus, dass das kein extrem hoher Schaden sein wird. Vielleicht ist man danach als Gegner ein bisschen Sicht eingeschränkt, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber in Verbindung mit seinen restlichen Fähigkeiten, gerade der Ulti, könnte das sehr belastend werden. Dazu aber später mehr. Und jetzt kommt genau das, was ich befürchtet habe. Die passive Fähigkeit. Ich denke, das wird der größte, und das meine ich jetzt nicht irgendwie böse, negativ oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wird der größte Motherfucker von Apex Legends. Als passive Fähigkeit kann er tatsächlich zwei Granaten, egal welcher Art, in seinem Inventarslot tragen. Es hieß laut den ersten Leaks eigentlich, dass er das dreifach machen kann. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Aber selbst Zweier ineinander stapeln und nichts, und als würde das nicht reichen, kann er mit seinem mechanischen Arm sämtliche Granaten weiter, schneller und präziser werfen. Alleine diese Aktion, der haut diese ganz normale Frag Grenade gegen diese Wand, um die Barrikaden von Rampart einfach zu umgehen und dann den Wirkungsbereich direkt hinter den Barrikaden zu erwischen. Es ist einfach kreativ. Und zieht euch mal diesen Bogen rein, wie hoch er den Arcstar werfen kann, bis zur Spitze des Jump Towers. Das ist einfach viel zu krank. His grenade arsenal also features a tactical
Splinter Bomb. Ah, hier wird die taktische Fähigkeit nochmal genauer genannt. Ich schaue mal kurz in die Beschreibung. A Cluster Bomb that... Na, geht doch mal weg. Splinters out Mini. Naja, so eine Mini-Explosion sehen wir ja halt. Brauche ich nicht viel zu sagen. Spannend wird es wirklich, wie viel Damage diese Cluster machen. Aber hier sieht man nochmal perfekt, wie groß der Wirkungsbereich ist. Der ist in etwa so groß wie der Wirkungsbereich seiner ultimativen Fähigkeit. Ah, übrigens, wir sehen ja hier gerade, der hat ja die Peacekeeper in der Hand. Ah, es gibt noch keinen Abschluss darauf, dass wieder eine Floor-Loot-Waffe ist. Zack, Finisher. Ich gehe übrigens davon aus, und das ist alleine das hier, das sind ja seine ganzen... oder ist das die Cluster? Sollen das die Clustergranaten sein oder ist das einfach nur eine optische Geschichte? Es ist wahrscheinlich eher seine Ulti, oder? Ja, wobei, ich würde sagen, diese Granate ist deutlich größer. Und hier bin ich jetzt sehr gespannt. Wir ziehen uns erstmal den Wirkungsbereich rein, bevor ich was dazu sage. Und jetzt guckt euch einfach diesen Ring of Fire an. Dieser Wirkungsbereich ist zwar nicht wahnsinnig groß, er ist vielleicht ein Stückchen kleiner als der vom Gibraltar. Was mich aber interessieren würde, wie läuft das ab? Der feuert diese Ulti ab. Werde ich als Gegner gewarnt, wie es bei der Bangalore oder der Gibraltar Ulti ist? Oder schlägt das Ding einfach ein? Wir müssen dann das so hinnehmen, dass auf einmal um uns herum so ein Ring of Fire ist. Und aus dem kannst du erstmal so schnell nicht entkommen. Das heißt, wenn du von der Ferne selber Fuse spielst und haust diese Ulti erstmal in die Masse der Gegner, hast du nur eine Chance, von dem Feuer zu entkommen, wenn du entweder Octane spielst, der das Jump Pad irgendwo hinschmeißt und drüber springst, oder mit Horizon und dem Gravity Lift. Und ansonsten könntest du mit deinem gesamten Squad das ganze Areal mit Granaten zupflastern. Hast du vielleicht noch ein Gibby dabei, haust du deine Ulti noch schnell drauf und deine Gegner können einfach mal nicht abbauen. Und was noch interessant wäre, was genau passiert, wenn wir vielleicht einen Watson-Zaun aufstellen. Ob wir das abwehren können, bleibt spannend. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Auf jeden Fall ist die Kombination, was wir alles für komische Sachen, fiese Sachen und vor allen Dingen auch witzige Sachen mit der Ulti machen, definitiv sehr, sehr interessant. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich bin gespannt, ob ihr meiner Meinung seid. Ob es die größte Abfuck-Legende, wie gesagt, das meine ich positiv wie negativ. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Legende ultra, ultra Bock macht zu spielen. Old McMorris hat unter meinem Instagram-Post vorhin, als ich die Fähigkeiten veröffentlicht habe, hat er nur geschrieben, ein Team aus Horizon und Fuse könnte mega eklig werden. Und da habe ich dann drunter geschrieben, ich werde ihn erst aus Prinzip und dann aus purer Freude spielen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte wirklich eine absolut kranke Legende werden. Ich bin mir sicher, es wird mega Bock machen. Ich bin mir aber auch sicher, es macht keinen Spaß, der Gegner von Fuse zu sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Haut unter die Kommentare, was ihr von dieser Legende haltet. Habt ihr Ideen, wie wir vielleicht diesen Kollegen noch kontern könnten? Das soll es von mir gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen. Schönes Wochenende gewünscht. Bleibt gesund. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.